ungefähr 10 Minuten unter den jenseitigen Menschengeistern, den geistigen Helfern und auch geistigen Führern, die da sind. Ich hatte einen Vortrag gelesen von Abdurjin aus Im Lichte der Wahrheit, das Fleisch gewordene Wort Gottes, also Jesus Christus. Nachdem ich geendet habe in einem Gebet, gehe ich nun runter auf die Wiese und hier bin ich nun. Und da ist eine Gruppe, gerade da vorne steht eine kleine Gruppe Männer zusammen. Eine Frau ist auch noch dabei und sie haben eine Frage. Gut. Wie ist deine Frage? Aha, ja. Also, er steht da und er fragt mich also, der geistige Mensch, liebe Mensch aus dem Jenseits, er fragt mich, was denn, wenn die Jünger damals das Wort Jesus Christus nicht richtig mitgeteilt haben, also vielleicht verbogen haben sogar, ob sie sich dadurch schuldig gemacht hätten. Ja, so fragt er mich. Und ich sage ihm also zurück dann, das, was die Jünger damals für Jesus getan haben, in reiner Treue und Liebe, das überwiegt. Und wenn es 11 Jünger waren, die so waren, bis auf Judas, so haben diese 11 Jünger eigentlich erfüllt, bis auf Kleinigkeiten. Aber die Liebe und Treue, die war stärker und hat sie überstrahlt in ihrem Karma, dass nun die kleinen Schwächen nicht Fuß fassen konnten, aber sie trotzdem im Innern dazu bewog, wieder zur Erde zu kommen und das richtig zu stellen im Wort von Jesus Christus. Ja, damit meinten sie das Abendmahl, wo Jesus sagte, das ist mein Fleisch und das ist mein Blut. Auch wenn ihr das damals nicht richtig verstanden habt, die Jünger, so sind doch die karmischen Verbindungen damals in Treue und Liebe zu Jesus und dann auch zu den Menschen so stark, dass das nicht so ins Gewicht gefallen ist. Und trotzdem hat es sie natürlich im Innern gedrängt, wieder zur Erde zu inkarnieren, wieder dabei zu sein, als Jünger damals, wie heute bei Abdurjin. Und so waren sie wieder hier. Und die einen, die wieder versagten, sind eben wieder hier. Sie sind wieder unter uns, diese Jünger und auch die Apostel. Sie sind wieder da. Ich denke, sie kommen immer wieder, weil das tausendjährige Reich, das goldene Zeitalter, ist erst im Beginn und es wird sich erfüllen mit diesen Menschen. Es kann sich nur mit diesen Menschen, die schon hier auf der Erde waren, erfüllen. Dass dann hohe Gottesdiener kommen noch, hohe Lichtgesandten, macht diese Sache dann stärker und lichtdurchdrungener, aber aufbauen müssen die Menschen, die schon hier waren. Ich hoffe, ich habe deine Worte alle erfüllt.
Da hinten ist noch ein Mann, er hat auch eine Frage. Er sagt, was ist mit diesen Menschen, die in sich spüren, wer sie sind, wer sie gewesen waren, jetzt aber dadurch einen Stress bekommen innerlich, weil es wohl im Außen schnell geht, aber in ihrem Innern kommen sie nicht in ihre Aufgabe, die sie zu erfüllen hätten. Das ist vielleicht etwas hoch für die meisten jetzt, die zuhören, oder? Ja. Aber es geht ja um die Frage und ich will sie dir mitteilen. Menschen, die wissen, wer sie waren im letzten Leben, die genau wissen ihre Schwächen. Es geht nur um die Schwäche, dass sie wissen, wo ihre Schwäche war damals, damit sie diese Schwäche auch wieder heute umwandeln zur Stärke. Es geht nur um diese Umwandlung, die Schwäche zur Stärke werden lassen. Damit bekommen sie 10-mal mehr Kraft darin. Als hätten sie diese Gabe schon von Anfang an erlebt. Und diese Menschen dann, wenn sie so wie auf einem Abstellgleis sich dann befinden und sie warten und harren des Augenblickes, wo sie gerufen werden, ist da etwas Unruhiges, was sie bewegt und unruhig macht, dass sie beides wissen, wo sie früher versagt haben, wo sie aber auch ihre Stärken hatten früher. Nun muss das im Gleichgewicht angesehen werden. Sie müssen das auf eine Waage stellen. Die Schwäche links, die Stärke rechts. Wo habe ich damals nicht richtig gehandelt? Wo habe ich versagt? Ja, darum bin ich ja wieder hier. Nun muss dieses Versagen von damals, diese Schwäche, umgewandelt werden in Stärke. Wer das vermag, der wird ein Großer, der wird stark, ja, wird in sich mächtig werden, so stark, dass er nur das Rechte tun kann jetzt. Also nicht abwartend, sondern wirklich hinausgehen und das Wort mitteilen. Ich sehe, es gefällt dir so, wie ich das mitteile. Ja, du bist einer von diesen, wo die Menschen auf ihn geschaut haben früher, denen sie nachgelaufen sind. Irgendwann hattest du keine Geduld mehr mit ihnen. Du wurdest zornig. Ja, das geht gar nicht. Wo Zorn entsteht für die Menschen, dort bin ich nicht in meiner Mitte. Dort bin ich nicht in der Treue und Liebe zum Herrn, zu Gott, zur Lichtkraft. Ja. Du bist nun zweifelnd. Aber warum hast du noch Zweifel? Ich habe dir doch erklärt, wie das geht. Wenn du deine Schwäche siehst und du warst damals am Schluss zornig auf die Menschen, weil du wusstest nicht mehr weiter. Du hast dich dann verbaut und unter Kraft Gottes hast du dich entsagt. Du warst nicht mehr auf dem Weg. Du hast dich abgewandt. Zornig. Du warst strotzig. Und so bist du zu früh gestorben. Denn du bist ein ganz junger Geist, der hier steht. Aber geh da hinein in deine Schwächen und wandle sie jetzt. Sei nicht mehr zornig mit den Erdenmenschen. Das ist das Einzige. Sei nicht mehr zornig mit den Erdenmenschen. Lass dem Lauf die Dinge.
ein Spruch von mir. Das heißt von einer Nairide, nicht von mir eigentlich. Aber lass dem Lauf die Dinge. Und so kommst du dann in die Stärke durch die Umwandlung deiner Schwäche. Sie macht dich so stark, 10-mal stärker, als du nun hier dastehst. Stell dir das vor. Und durch das 10-mal stärker werden, kommt dann 100-mal Kraft zu dir wieder. Und du stehst wieder an diesem Punkt, wo du einmal standest. Und du wirst wieder die Menschen führen, denn du kannst es wieder gut machen jetzt. Es sind vielleicht nicht mehr so viele Menschen, es sind vielleicht wenige nur, aber du wirst sie wieder führen. Es geht nur um diese Wechselwirkung des Seins in dieser Schöpfung. Durch das Gesetz der Wechselwirkung kommst du wieder auf den Plan, auf deinen Punkt. Und du wirst erfüllen. Hab Geduld. Hab Geduld mit dem Erdenmenschen, den du jetzt betreust. Und du kommst wieder zur Inkarnierung. Ja, ich sehe das. So. Jetzt ist es ganz ruhig und sie überlegen und sind ganz still in sich. Die Menschen. Es sind nicht nur Jenseitige, es sind geistige Helfer da. Geistige Führer, ganz starke, große. Sie haben keine Flügel, ich muss nicht das denken, dass sie Flügel haben, es sind keine Engel. Sie haben innerlich Geistesschwingen. Die geistigen Führer haben innerliche Geistesschwingen. Und einige Menschen, die da stehen, haben auch Geistesschwingen. Ich sehe sie. Gut, ihr seid auf dem Weg, es freut mich und wir lassen das heute. Es ist nun 12 Minuten, war das im Jenseits. Wir sind nun am Ende und die Sonne kommt. Ich mache jetzt einen kleinen Spaziergang durch den Wald. Ihr könnt noch mitkommen, wenn ihr wollt. Ihr könnt noch etwas bei mir sein und ich bei euch. Würde mich freuen. Ich danke euch aus dem Jenseits von den geistigen Helfern und geistigen Führern, Markus Bösch.